Was geht ab, Tommy Family, und willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir sehen, wie ich ein komplett selbstgebautes Messer herstelle. Es ist mein erstes und nicht mein letztes. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr viele coole Ideen in die Kommentare schreibt, was und welche Art von Messer ich noch herstellen soll. Es gab jetzt wieder länger kein Video, da ich für meinen neugeborenen Sohn und meine Familie Zeit brauchte. Die Leute, die mir auf Instagram folgen, wissen Bescheid, was vorgefallen ist. Wenn du auch mehr Unterhaltung suchst und mehr von Tommys Privatleben sehen möchtest, dann schnell auf Instagram mir folgen unter dem Namen TommyFMY. FMY steht übrigens für Family. Also Freunde, folgt mir auf Instagram und wir haben gemeinsam mehr Spaß. Ich habe mir eine Messerform, die mir gefällt, bei Google rausgesucht, geöffnet und dann grob abgezeichnet. Einfach ein Blatt auf den Bildschirm legen und dann kann man es sehr gut abzeichnen. Den Rest der Form habe ich dann einfach per Hand gezeichnet. Ungefähr so sollte es dann später grob aussehen. Jetzt schneiden wir es vorsichtig heraus. Ich habe mir Stahl im Supermarkt gekauft. Es hat eine Breite von etwa 5 cm und eine Dicke von etwa 3 mm. Also perfekt, um ein Messer damit herzustellen. Nachdem wir es ausgeschnitten haben, müssen wir es nun auf das Stahl aufzeichnen. Als nächstes spanne ich es in einem Schraubstock ein, um es zu bearbeiten. Zuerst aber trenne ich das Stück, was wir benötigen, vom ganzen Stahl ab. Es wäre sonst fast unmöglich, das Messer zu bearbeiten. Es ist lange her, dass ich mit solchen Werkzeugen gearbeitet habe, aber ich werde schnell bald wie ein Profi damit umgehen können. Versprochen! So, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Jetzt kann die richtige Arbeit beginnen. Es war gar nicht mal so leicht, das Messer herauszuschneiden. Ich musste erstmal den Dreh dafür herausbekommen. Als das Gröbste herausgeschnitten war, habe ich schon mal den Griff vorbereitet. Dafür habe ich mir einfach ein altes Stück Holz besorgt und zurechtgesägt. Auch da musste ich erstmal den Dreh rausbekommen. Von der Länge her passt alles, nun muss auch die Breite stimmen. So, perfekt. Nun kann man dort einen Griff aufzeichnen. Ich hatte den Griff aus freier Hand aufgezeichnet, aber beim nächsten Mal verwende ich eine Schablone, damit der Griff noch cooler wird. Einspannen und los geht's. Die Feile, die ich hatte, war leider zu schlecht. Ich muss da nochmal eine Grube besorgen. Aber ich kam dann auf eine andere Idee und habe es dann mit einem Teppichmesser rausgehauen. Das muss man mit richtig viel Geduld und Feingefühl machen, sonst bricht das Holz. Die erste Seite ist geschafft, aber leider ist schon ein Stück abgebrochen. Die Länge sollte aber trotzdem noch reichen. So, und da ist es auch passiert. Die Hälfte der Arbeit war geschafft und dann ist das Stück in der Mitte zerbrochen. Ich denke, ich hatte den Schraubstock zu fest gedreht. Also nochmal und noch viel vorsichtiger. Diesmal mache ich es ein bisschen anders. Ich bohre zuerst ein Loch in das Holz und dann das Messer dort schon mal reinzuschieben. Das sollte beim Schnitzen dann mehr Halt haben.
Dazu habe ich noch eine Serviette zum Spannen verwendet, um das Holz nicht so sehr zu belasten. Der Rest war dann wieder komplette Feinarbeit mit der Feile. Als das geschafft war, habe ich mir eine Mini-Schleifmaschine aus dem Internet bestellt. Das ist jetzt keine professionelle, aber Messer und andere kleine Dinge sollten wir damit sehr gut geschliffen bekommen. Ich habe einfach nach freier Nase das Messer geschliffen. Wer mir gute Tipps bei der Herstellung von einem Messer geben kann, der kann es gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe mich zuerst langsam rangetastet und dann wurde ich auch immer schneller und immer besser beim Schleifen. Ich habe die ganze Zeit darauf geachtet, dass ich auf beiden Seiten die Schrägen gut hinbekomme, so dass ich am Ende ein schönes, scharfes Messer habe. Das hat auch schon sehr gut geklappt, aber wie man sehen kann, sieht das trotzdem noch nicht perfekt aus, sondern eher so bäulig. Ich habe aber weitergemacht und mein Bestes gegeben. Durch das Schleifen wurde oben bei der Kante alles sehr scharfkantig und ich habe dann versucht, oben eine Rundung reinzuschleifen und es hat auch super geklappt. Mit sehr viel Geduld und Feingefühl habe ich dann noch die restlichen Oberflächen schön gemacht. Beim nächsten Mal muss ich besser darauf achten, dass es nicht zu heiß wird. An zwei Stellen, wo es nämlich schon sehr dünn wurde, ist es sehr heiß geworden und die Oberfläche hat sich verfärbt. Das ist auf jeden Fall nicht gut fürs Messer. So, gleich haben wir es geschafft. Okay, Freunde, jetzt geht's weiter. Als nächstes muss nun das Messer scharf gemacht werden. Und das machen wir mit einem Schleifstein. Ich hatte mir zuvor ein Video angeschaut, wie man es am besten macht. Auch da wieder, macht Übung den Meister. Das Wichtigste ist hierbei, den Winkel bei 15 Grad zu halten und dann einfach immer mit einer halben Drehung das Messer abziehen. Auch hier wieder dürft ihr mir reichliche Tipps geben. Das ist mein erstes Messer, wie gesagt, und ich habe richtig Bock, richtig heftige Dinge zu fertigen. Also seid kreativ und helft mir in den Kommentaren. Irgendwie sind da jetzt solche kleinen Kratzer beim Schleifen reingekommen. Vielleicht hatte ich den Winkel nicht richtig gehalten, aber ich bin mir sicher, das nächste Mal werde ich auf jeden Fall schon besser werden. So, Freunde, dann lasst uns mal testen, wie scharf das Messer nun wirklich ist. Und ich kann es immer wieder sagen, wenn jemand richtig coole Tipps für mich hat, dann immer her damit. Auch der Griff hätte viel schöner werden können. Naja, Übung macht den Meister. Okay, wie scharf bist du eigentlich? Ups, fehl. Ah, das klappt schon viel besser. Auch beim Holzhacken macht das Messer einen guten Job. Schnitzen wäre mit dem selbstgemachten Messer also auch kein Problem. Mir ist jetzt nicht mehr viel eingefallen, was man noch mit dem Messer hätte testen können. Wenn ihr da noch Ideen habt,
dann schreibt es auch gerne in die Kommentare. Meine Lieben, ich würde mich übelst freuen, wenn ihr das Video mit euren Freunden teilt, um mich zu unterstützen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal, Tommy hat euch lieb.